Liebe Freunde, heute möchte ich mal was Interessantes zeigen. Vorweg, die Zielgruppe meines Kanals beginnt so ab 35, wobei 75% sind 45 Jahre und älter. Und da werden Sie sicherlich entweder in einer netten Mietwohnung wohnen, die Sie selber bezahlen, oder Sie haben vielleicht eine Eigentumswohnung, oder Sie haben vielleicht ein Häuschen. Und je nach Ihrem Alter haben Sie vielleicht noch die Kinder im Haus. 1, 2, 3, gehen wir von 2 Kindern aus, sind Sie also 4 Personen. Ja. Sie haben nur ein bisschen Pech. Sie sind Bio-Deutscher. Tja, Sie wollen mehr wissen? Bleiben Sie dran, jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, ich zeige Ihnen das gleich mal. In Hechingen in Baden-Württemberg hat man wieder mal eine Zugewanderten-Unterkunft, eine Fachkräfte-Unterkunft gebaut. Gucken Sie mal, wir sehen uns hier verschiedene Zeitschriften an. Das erste hier, 3,9 Millionen Euro für Luxus-Flüchtlingsunterkunft für 44 Personen. Hier hat er offensichtlich Apollo nicht die Zeit, sich die richtigen Fotos zu besorgen, um zu gucken, wie das aussieht. Aber schauen Sie mal, 3,9 Millionen Euro für 44 Personen, das sind fast 100.000 Euro pro Person. Das muss man sich mal vorstellen. Hier sehen Sie das Gebäude. Die Stadt Hechingen schmeißt fast 100.000 Euro pro Fachkraft raus, um denen einen Neubau hinzustellen. Wenn Sie jetzt selber vielleicht in einem Häuschen wohnen oder in einer Eigentumswohnung und Sie sind zu viert, können Sie sich erinnern, dass die örtliche Gemeinde, gut, letztendlich ist es der Steuerzahler, Ihnen vielleicht 400.000 Euro beigesteuert hat? Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Aber Sie, wie gesagt, Hechingen ist ja kein Einzelfall, aber Sie dürfen jetzt unseren Fachkräften die teuren Unterkünfte bezahlen. Und wie gesagt, es gibt massenweise Fälle in Hamburg. Ich habe im letzten Video schon ganz viel gebracht, wo die neuesten Sachen hingeklatscht wurden. Aber das hier ist hier nochmal echt eine Steigerung. Sehen Sie sich das mal an. Gut, über die Schönheit des Gebäudes kann man sich streichen. Was an dem Ding 3,9 Millionen kostet, weiß ich auch nicht. Im Übrigen sind es gerade mal 10 Wohnungen. Also man hat knapp 4 Millionen Euro Steuergelder genommen, um damit 10 Wohnungen zu kaufen, um das da hinzubasteln. Wir nennen es jetzt hier die bedürftigen Unterkunft. Ja. Da kommen wieder unsere, genau, hier steht es, unsere sogenannten Geflüchteten hin. Und was glauben Sie, wie das nach einem Jahr oder 2 Jahren aussieht? Hier sehen Sie es nochmal in voller Pracht. 4 Millionen für so einen Kasten. Und die 4 Millionen, die werden nach, ich vermute mal, 2 Jahren. Ja, dann steht dann vielleicht noch irgendwie die Betondecke und der Betonboden und die Pfeiler werden hier noch stehen. Aber nach 2 wird das Gebäude total sanierungsbedürftig sein. Und der Wert dürfte sich dann auf einen Bruchteil reduzieren, weil sie alles wieder neu machen müssen. Liebe Freunde, so wird mit Ihren Steuergeldern umgegangen. Und es tut mir auch wirklich leid. Ich bin hier sicherlich kein Kandidat, der hier irgendwie gegen sogenannte Flüchtlinge hetzt. Aber nein, Flüchtlinge oder unsere zugewanderten Fachkräfte haben gemäß klassischer Definition eigentlich nur folgendes Ziel. Wenn es irgendwelche Probleme in der Heimat gibt, gehen sie in ihre Nachbarländer und warten dort ab, bis die Probleme in der Heimat gelöst sind. Was hier angekommen ist bei uns, ist ausschließlich angekommen wegen der Sozialleistung, die sie abgreifen können. Die Sozialleistung, die sie hier bekommen und auch die Wohnmöglichkeiten, es ist um ein viel, viel, vielfaches höher als in deren Heimatland. Die kommen wirklich rein aus materiellen Gründen. Da brauchen wir uns absolut nichts vormachen. Und wieso sollen wir das bezahlen? Die Leute dürften im Übrigen auch gar nicht hier sein. Und selbst wenn man sie reinlassen würde oder aus irgendwelchen Gründen vorübergehend hier aufnehmen würde, dann müssen es, um Gottes Willen, doch keine Neubauten sein. Wieso das denn? 95% der Deutschen lebt in keinem Neubau. Es dürfte ja noch weniger sein. Ich glaube, wir machen 1% im Jahr, wird der Altbestand ersetzt. Also können Sie davon ausgehen, dass, ja, je nachdem, was Sie als Neubau bezeichnen,
dass zwischen 1 und 5% der Deutschen nur in Neubauten leben. Der Rest wohnt in Altbauten oder in älteren Gebäuden. Und wenn Sie hier nochmal ganz kurz gucken, ich gehe hier nochmal zu X rein, schauen Sie mal, Fenster. Hier. Nagelneue Einbauküchen, hier fehlen wahrscheinlich noch die Türen. Was soll das? Fußbodenheizung, wie gesagt, Einbauküchen, schicke Bäder hier mit allem drum und dran. Glauben Sie nicht auch, dass das ein bisschen übertrieben ist? Aber wenn Sie hier mal gucken, ich mache es mal ein bisschen größer, hier bei X, damit Sie es auch lesen können, da sehen Sie mal, hier schreibt einer, befreundeter Ingenieur hat 3-Zimmer-Neubauwohnung aufgegeben, nach Mieterhöhung der halbes Gehalt weg. Lebensstandard von Leistungsträgern und Leistungsempfängern steht in keinem Verhältnis mehr. Für was Ausbildung, jahrelanger Zicht, für was? Ja genau, das ist der Punkt. Es ist nicht unsere Aufgabe hier, den Leuten hier ein Luxusleben zu bieten. Nein, wir müssen es sogar so machen, dass hier die Schwelle so niedrig angesetzt wird oder beziehungsweise das Wohlfühlen hier so stark reduziert wird, dass man, sobald es irgendwie wieder noch geht, in sein Heimatland zurückgeht. Hier soll es kein Wohlfühlen geben. Und wir wollen diese Leute auch nicht integrieren. Erstens kommen sie aus einer völlig anderen Kultur. Das führt nur zu Problemen und die passen sich auch nicht an. Zweitens wollen wir das auch gar nicht. Außer wenn jemand hier unter den Kandidaten, die da kommt, so fleißig und so extrem ist, dass er von eigener Bestrebung aus Deutsch lernt und unbedingt hier bleiben will, weil es ihm so toll gefällt. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber na gut. Dann ist was anderes. Aber alle anderen, nein. Normalerweise ist es so, dass man solche sogenannten Flüchtlinge, oder wie wir sie ja nennen, Fachkräfte, in großen Sammelunterkünften unterbringt. Von mir ist auch gern in winterfesten Zelten, wo sie dann abwarten können, bis die Situation in ihrer Heimat wieder so ist, wie sie es gerne hätten. Und wenn Sie gucken, egal woher, in Syrien ist kein Krieg mehr, Afghanistan gibt es auch keinen Grund, nicht zurückzugehen, und Marokko und Tunesien, wo auch viele herkommen, nein, es gibt auch keinen Grund, hier zu bleiben und nicht zurückzugehen. Aber gut, das ist wieder eine andere Problematik. Aber ich sehe es hier nicht mehr ein, dass hier die teuersten Neubauten hingeklotzt werden für Leute, die wir hier weder brauchen noch haben wollen. Ja, liebe Freunde, so sieht es nämlich aus. Und Sie müssen den ganzen Mist auch noch bezahlen. Und Sie selber wohnen vielleicht in einer älteren Wohnung, für die Sie sehr, sehr viel Miete bezahlen. Sparen sich vielleicht vieles ab vom Munde, nur um sich selbst durchzubringen. Und die bekommen alles so. Wie gesagt, mir geht es hier nicht um Neid, mir geht es darum, dass es niemandem zusteht, das Geld der Steuerzahler in dieser Form in Anspruch zu nehmen. Und nein, das geht nicht. Das muss sich ändern, um jeden Preis. Also liebe Freunde, googeln Sie auch in meinem Netz. Es gibt noch jede Menge andere ähnliche Situationen, wo den Deutschen die Wohnungen nicht zur Verfügung gestellt werden. Wobei die ja selber zahlen, es geht ja nicht ums Kostenlose, sondern wo man Neubauwohnungen für unsere Fachkräfte macht. Eigentlich ist es sehr, sehr traurig, aber gut, will Ihnen heute den Abend nicht versauen. Bis zum nächsten Video.